Ja, grüßt euch alle miteinander wieder. Heute bin ich am Südtiroler Platz, am Bahnhof in Salzburg. Und heute ist eine Großdemo angesagt. Und zwar für das Erdkabel. Ihr wisst ja, 5G-Belastung, die Streuen, die sind schon genug verstrahlt worden. Wir müssen da ein bisschen wieder runterschrauben und auf Erdkabel ein bisschen mehr vertrauen. Und dazu haben wir heute eben auf dem Südtiroler Platz am Bahnhof eine Großdemo. Ich bin ein bisschen früher wieder da. Es geht erst um 13 Uhr los. Jetzt haben wir es 20 nach 12. Und wenn es dann ein bisschen losgeht oder wenn ein paar interessante Impressionen einzufangen sind, bevor es losgeht, dann sehen wir uns wieder. Es gefällt mir wiederum alle, dass ihr alle mit dabei seid und euch das anschaut, dass euch auch für diese Großdemo für Erdkabel interessiert. Okay dann, bis nachher und bis gleich. Ciao. Okay, eine Viertelstunde später, jetzt fangen die ersten schon zum Aufbauen an. Schaut's her. Aber was so ist, der Aufbau ist nicht so interessant. Interessant wird nachher der Umzug. Gell? Künstler sollen eingeladen worden sein, die was aufführen. Ihr seht es da. Die ersten trudeln ein. Das ist eben die Gruppe, die sich für das Erdkabel einsetzt. Weil wie gesagt, 5G-Belastungen, das muss nicht unbedingt sein. Vermutet ja, dass es auch impotent macht, diese Strahlung, wenn man es in Übermaß genießt. Es ist einfach nicht gesund zumindest für den Körper. Hat auch sicher andere Nachteile wie Krebs. Wird auch schon stark vermutet, dass es auch krebserregend ist. Drum, ich bin auch für Erdkabel und darum bin ich auch heute da. Und es gefällt mir, dass ihr auch mit dabei seid. Okay dann. Bis nachher dann, wenn es richtig losgeht. Künstler eben sind eingeladen, damit es nicht so langweilig wird, damit es ein Gaudi wieder da, ein paar sehr interessante Vortragende, Sprecher werden auch sicher da sein. Und ja, wir schauen uns heute an, gell? Ja, ihr seht, die Polizei ist auch mit dabei, das ist auch immer ganz wichtig. Nicht, dass aber man denkt, bei solchen Demonstrationen oder Kundgebungen ist es scheiße, wenn die Polizei dabei ist. Das ist ganz wichtig, weil irgendwo muss man auch beschützt werden. Und das meine ich jetzt gar nicht im Schmäh, sondern ganz im Ernst. Stellt euch vor, die Antifa taucht auf und macht Krawalle oder fängt zum Schlägern an oder sonst irgendwie einen Blödsinn zu machen. Da brauchen wir dann, wenn wir uns wenden können. Sie schützen die Bereiche ab, damit die Autos uns nicht einfahren können und so. Also, es ist nicht immer so, dass man sich denken muss, wenn die Polizei bei einer Kundgebung oder Demo oder sonst wo dabei ist, dass es was Schlechtes ist, gell? Okay dann, bis nachher wieder. So, jetzt bin ich bei den Veranstaltern, den Herrn Fuchsberger, und ich glaube, das war doch interessant, erst einmal vorab zu wissen, wie da der Tagesablauf heute so abläuft, und da bin ich ganz froh, dass ich sich dazu bereit erklärt. Grüß Gott, Herr Fuchsberger. Grüß Gott, hallo. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ich Sie heute da aufnehmen darf, ja, um die Chroniken von Krypto-TV mit aufzunehmen. Ja. Wie schaut denn der Tag heute aus? Was darf man heute alles erleben? Also der Tag heute schaut so aus, dass wir jetzt um 13 Uhr die Leute langsam eintrudeln erwarten. Und so bis 13 Uhr wir hoffentlich an die 1000 Teilnehmer da am Südtiroler Platz stehen haben werden. Und dann ab 13.30 Uhr haben wir vor, uns mit unserem Tribünenfahrzeug in Bewegung zu setzen und mit Trillerpfeifen laut in Richtung Mozartplatz zu marschieren. Genau, diese gelben Trillerpfeifen sind es. Ja. Gelb-schwarz ist unsere Farbe als Verkabler.
Und dabei werden wir auch passende Parolen skandieren. Ach, und dann am Mozartplatz uns alle versammeln und ab 15 Uhr dort dann eine richtig große Abschlusskundgebung abhalten mit vielen interessanten Sprechern zu unterschiedlichen Themen, die alle passen, aber verschiedene Blickwinkel, um die Bevölkerung aufzuklären, dass die Forderung nach einem Erdkabel nicht umsonst sein wird, sondern dass wir es durchkriegen, weil es uns zusteht und wir dieses Freileitungsungetüm aus dem letzten Jahrhundert verhindern werden. Nicht nur für die Salzburg-Leitung jetzt, sondern wir stehen als Verein österreichweit für das ein. Wir sagen, das ist niemandem von uns zumutbar und dafür gehen wir auf die Straße. Ja, ich bedanke mich recht bei Herrn Fuchsberger. Wirklich top, dass ihr euch dafür einsetzt. Ich stehe auch wirklich dafür. Und ich werde auch unten in der Videobeschreibung die Homepage von euch natürlich einfügen, dass die Leute zu euch finden können. Wahrscheinlich auch hier in der Bauchbinde dann erscheinen. Und so wünsche ich uns allen heute und vor allem auch euch viel Erfolg. Ja, danke schön. Und freut mich, dass ihr euch so für uns einsetzt. Danke, danke schön. Servus. Sicherheitsabstände bzw. bei Unterschreitung des Sicherheitsabstandes die Masken anzulegen. Bitte, bitte noch einmal Masken anlegen, wer den Sicherheitsabstand nicht halten kann. Masken, Masken, Sicherheitsabstand. 1 bis 2 Meter, was drunter ist, muss mit Maske sein. Vielen Dank, weitersagen, immer dran denken, ist lästig, muss aber sein. Danke. Jetzt habe ich ganz eine tolle Idee ausgehändigt bekommen. Ihr seht es da. Der Lieblingsbaum. Gibt es noch ein anderes Kabel, da ist Waldstille drauf gestanden. Das kann man sich mit dem Kabelbinder umhängen und ein Zeichen setzen. Für was man halt einsteht. Gell? Also nicht wogegen man ist, sondern wofür man ist. Zum Beispiel für einen Lieblingsbaum. Und so funktioniert das dann. Gell? Das
So, ich hoffe, dass ich heute mit meinen Akkus auskomme. Ich habe gestern eigentlich alle aufgeladen gehabt, weil die sind schon so uralt, dass ich am frischen Akku heute schon wieder zwei eigentlich eingelegt habe und war total auf Down. Also darum werde ich mich ja, heute einmal ein bisschen mehr zurückhalten, ein bisschen was von Umzug auffilmen, aber die Ansprachen und die Aufführungen am Ende sind ja noch viel wichtiger. Darum verzeiht es mir, wenn ich nicht gar so viele Impressionen hätte aufnehmen können, weil ich echt Angst habe, dass ich hab 6 Akkus mit. Aber die sind einfach schon zu alt. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist eh, wenn man selber live dabei ist. Gell? Nutzt dir eh nichts. Also wenn ich es gewusst hätte, direkt unter den Reden ist mir schon wieder der Akku ausgegangen. Also ich würde noch anfügen, es ist gescheiter live dabei zu sein, weil der Sofa-Aktivismus hat noch nie was gebracht. Gell? Na dann, bis später wieder. Grüßen da am Südtiroler Platz. Mein Name ist Michael Bacher, bin Mitglied des Vereins Fair Kabeln. Es ist gewaltig, was jetzt schon Leute da sind, unglaublich. Ich darf auch euch im Namen von der IG Erdkabel begrüßen, die auch heute natürlich sehr zahlreich da sind und wir haben das in Gemeinschaftsproduktion gemacht, dass wir gesagt haben, wir wollen heute nochmal ein klares Zeichen setzen gegen die 380 kV Freileitung, beziehungsweise sind wir natürlich für etwas, und zwar wir sind für ein Erdkabel von Elixhausen nach Karbon. Ja, und bevor es losgeht, noch die eine oder andere administrative Hinweis, und zwar, nachdem natürlich der Verein Fair Kabeln und die Erdkabel die Anweisungen der Bundesregierung in Bezug auf Covid sehr ernst nehmen, würden wir euch bitten, die Abstände wirklich einzuhalten, sprich einen Meter auseinander zu sein, beziehungsweise, wenn nicht, einen Nasen-Mund-Schutz zu verwenden. Das ist ganz wichtig für unsere Veranstaltung, dass wir die wirklich geplant durchziehen können und dann gemeinsam den Weg Richtung Moserplatz suchen und dort zur Abschlusskundgebung auch wirklich bis zum Ende unsere schöne Veranstaltung durchbringen. In diesem Sinne würde ich jetzt noch mal kurz Musik spielen und dann darf euch der Franz Fuchsberger begrüßen zum offiziellen Start von unserer Kundgebung. Danke. People have the power. Der Songtext steht fürs Programm. Herzlich willkommen, liebe Verkablerinnen und Verkabler, Salzburgerinnen, Salzburger, Österreicherinnen, Österreicher, liebe Bevölkerung. Wir von Verkabeln, wir sind die Bevölkerung. Wir sind nicht nur ein paar Freileitungsgegner, wie man immer wieder mal uns etwas abschätzig tituliert. Wir sind viel mehr als nur Gegner. Wir haben ein Programm, für das wir sind. Wir sind für eine Zukunft, die nicht ausschaut wie... Jeder von euch kennt wahrscheinlich die Kreuzung an der Sterneckstraße, wo die U-Busse drüber kreuzen. Wenn der Strombedarf, ausgelöst durch die E-Mobilität, so weiter wächst, dann wird man irgendwann nicht mehr die Sonne sehen. Wir stehen dafür, dass man moderne Starkstromtransporte umsetzen und die verlaufen in der Erde. Und dafür haben wir uns heute alle versammelt und ich danke euch fürs Kommen. Hallo! Der Michael hat schon durchgesagt, es ist ganz wichtig, dass man
die Abstände einhalten. Das schaut momentan nicht so aus für mich. Ich sehe schon, dass der Akku wieder sehr, sehr schwächelt. Versucht, ich die Abstände aber einzuhalten. Aus, dass wir doch noch ein bisschen und was wenn erleben, ihr nicht gell? Wegen Covid okay, die einhalten wollt, was... So, jetzt beginnt der Umzug. Schaut einmal. Unsichtbar von Ort zu Ort. Also wie gesagt, muss Akku sparen, bis später dann. Losgegangen. Aus jeder Ecke kam jemand hervor, der irgendwas Gelbes bei sich hat. Die Leute haben uns herübergetragen, die Schwarzstraße war gefüllt und jetzt haben wir den Moserplatz sehr gut gefüllt. Also es ist aber Hammer, was ihr da geleistet habt. Danke, dass ihr da seid. Super. Und was wir auch geschafft haben, natürlich, wir haben alle Abstandsregeln eingehalten und ganz brav mit der Maske. Die Polizei ist, glaube ich, sehr zufrieden mit uns. Also das war überragend, überragend. Ja, was erwartet uns jetzt noch am Nachmittag? Wir haben echt eine spannende Agenda vorbereitet. Es gibt einige sehr interessante Redner, die heute auf der Bühne sind. Wir haben aber nicht nur Experten eingeladen, wir haben auch die Jugend bei uns, die zu Wort kommt. Wir haben extra komponierte und getextete Musikstücke, die sich mit unserem Thema befassen. Das wollen wir euch heute näher bringen. Und wir haben einen ganz einen interessanten Gast, da will ich aber jetzt noch nicht zu viel verraten, der auch auf die Bühne kommt und da auch noch zwei, drei Sätze zu uns sagt. Das ist wirklich ein richtig spannender Nachmittag. Von null auf, ich glaube, aktueller Stand 4.400 in nicht einmal 8 Wochen. Absolute Wahnsinn. Also wirklich, das hätten wir uns nicht gedacht, noch vor in dieser kurzen Zeit diese Menge Leute. Danke vielmals. Ich hoffe, es geht so weiter. Wir haben auch heute die Möglichkeit, jene, die sich noch nicht eingetragen haben sollten, wir haben da jetzt von euch aus rechts gesehen einen Tisch aufgebaut mit Unterschriftenlisten. Also jeder, der noch nicht hat, sehr gerne. Und ja, es gibt im Wesentlichen ein ganzes Team, aber einen, der
diese Bewegung jetzt da extrem stark angestoßen hat. Er ist, ich habe es gelesen, Sommerbergsteiger, Winterbergsteiger, er ist ein erfolgreicher Unternehmer und er ist der Gründer von unserem Verein Verkabeln. Begrüßt mit mir gemeinsam den Franz Fuchsberger. Danke, Michael. Hallo zusammen. Also das ist großartig und ein super Gefühl, dass wir so viele sind. Ich habe beim Weggehen schon gesagt, für die, die es noch nicht gehört haben, wir Verkabler, wir sind die Bevölkerung. Wir sind Angestellte, wir haben Intellektuelle, Bauern, Beamte, Künstler, Unternehmer, Beamte, Jugend, Pensionisten, Studenten. Wir repräsentieren die Bevölkerung, wir sind nicht Freileitungsgegner. Das wäre viel zu kurz gegriffen für uns. Aber natürlich, und wir sind eine pluralistische Gruppe mit vielen verschiedenen Einstellungen, Gedanken, Meinungen, aber eines eint uns. Wir wollen die Salzburg-Leitung, die Salzburg 83 kV Stromleitung in einer Erdverkabelungsvariante realisiert haben. Und nicht als Freileitung. Das ist das, was uns alle eint. Und das ist auch das, was die Bevölkerung hier zum Ausdruck bringt. 1000 Leute, wir sind in etwa 1000 Leute, auf die Straße zu bringen, das bedeutet, dass mindestens 10.000 diese Gesinnung teilen. Und das ist auch genau das Ziel, das wir als Verein Verkabeln verfolgen. Ich bin persönlich seit etwa 10 Jahren in der Thematik drinnen, nie aktiv gewesen, aber immer schon ein Gegner dieser Freileitung und Befürworter von Erdkabel. Vor 10 Jahren ist was Furchtbares passiert in Gesamt-Salzburg und bei anderen Projekten in Gesamt-Österreich. Man hat eigentlich die Menschen gegeneinander antreten lassen in diesen unsäglichen Trassenschiebungskämpfen, wo sie Bevölkerungsgruppen gegenseitig aufgerieben haben. Es ist fast vergleichbar wie im Circus Maximus in Rom, wo man Wildkatzen aufeinander loslässt oder Gladiatoren und schaut, wer überbleibt. Es ist brutal, die Gräben sind bis heute zu spüren. Aber was uns vereint, ist das Kabel, weil da haben alle einen Vorteil und keiner hat einen Nachteil. Und deshalb gehen wir für das. Ganz konkret die Ziele unseres Vereines Verkabeln. Kurzfristig wollen wir erreichen, dass ein sofortiger Baustopp über dieses momentan laufende Bauprojekt der APG und Verbund verhängt wird. Es gibt dazu, ich weiß nicht, ob das alle wissen, es gibt einen einstimmigen Landtagsbeschluss vom 29. Jänner 2020 vom Salzburger Landtag, der das gefordert hat. Nur kam dann Corona und dann ist es ein bisschen stiller geworden. Und die APG konsumiert diesen Baubescheid, diesen legalen, zwar aber aus unserer Sicht illegitimen Baubescheid. Und das ist ein großer Unterschied zwischen legal und legitim. Wie gesagt, genehmigt sind mit Ach und Krach 200. Daher glauben wir sind sehr zuversichtlich, dass die Gerichte das Projekt einstweilen stoppen werden. Und dann haben wir einen Stopp. Und selbst wenn wir nicht kriegen sollten, was wir nicht akzeptieren als Bevölkerung, ist, dass die Gerichte dann sagen, es darf weitergebaut oder nicht. Denn es ist ungefähr so, stellen wir uns vor, einer von uns baut ein Haus. Und die Nachbarn haben was dagegen. Und die Nachbarn haben dann ihre Einspruchsmöglichkeiten, die was auch wir nutzen. Und irgendwann sind alle Einsprüche behandelt und der Nachbar, also der Baubetreiber, der Häuselbauer darf bauen. Dann sind die Nachbarn ohne Rechtsmittel und der kann bauen. Das heißt, es gibt dann noch eine Person, die das stoppen kann. Das ist der, der baut. So, wer ist das in unserem Fall? Nein, es ist die Verbund AG. Die Verbund AG ist der Bauherr oder die APG.
Und die Verbund AG gehört aber zu 51% dem Bund und weiteren 30% den Landesenergie, also drei Landesenergieversorgern. Das heißt, sie steht zu 81% in unserem Eigentum. Okay? Wir sind also der Bauherr. Wir werden aber vertreten durch die von uns gewählten Volksvertreter. Und daher gibt es in Wahrheit nur eine Person oder eine Regierung, die das jederzeit stoppen kann. Und das ist unser Bundeskanzler Sebastian Kurz mit seiner Bundesregierung. Und in dem Fall, es ist ja bis jetzt in der Vergangenheit immer so gewesen, wir haben viel auf den Landeshauptmann hingeschlagen, kann man ruhig so sagen. Und der Landeshauptmann, muss man ihm aber zugute halten, ist nicht der, der den Finger nach oben oder nach unten drehen kann. Das ist der Sebastian Kurz. Eigentlich war der Sebastian Kurz diesbezüglich in einer recht komfortablen Situation. Die Prügel hat der Landeshauptmann gekriegt, aber die Entscheidung würde er treffen können. Und was wir daher als Verein machen, wir wollen unsere Forderung der Bevölkerung nach einem Baustopp dieser Freileitung und nach einer sofortigen Umsetzung dieses Projektes als Erdleitung direkt bei der Bundesregierung, allen voran unser Bundeskanzler Sebastian Kurz, postulieren und an ihn herantreten und ihn fragen, doch hier eine Strategieänderung herbeizuführen. Es geht um die Bildung des politischen Willens. Und der Sebastian Kurz treibt auch Innovationsprojekte. Das ist eines seiner Themen, die er seiner türkisgrünen Regierung gegeben hat, Innovation voranzutreiben. Und es ist auch Innovation, wenn man sagt, dass man Starkstromverkehrswege oder Transportwege nicht mehr mit einer völlig überkommenen und veralteten Freileitungstechnik macht, die man schon vor 100 Jahren so gemacht hat, sondern jetzt mit den technischen Möglichkeiten, die vorhanden sind, als Erdkabel realisiert. Das ist das, was wir von ihm fordern. Nicht mehr und nicht weniger. Und heute, liebe Freunde, haben wir ein ganz starkes Zeichen von uns gegeben. Der Michael Bacher hat es vorhin gesagt, vor 8 Wochen haben wir begonnen, hier die Werbetrommel zu rühren, zu informieren. Wir sind auf Wanderwegen gewesen, wir haben Plakate aufgehängt, wir haben Veranstaltungen gemacht. Das ist bis jetzt die größte, die wir gemacht haben. Und wir erklären den Leuten, dass es eine Frage des politischen Willens ist und nicht Behörden, Instanzen oder sonst irgendwas, was hier entscheidet. Und jetzt sieht die Politik das. Und wir haben das Ziel, wir sind jetzt bei 4.500 knapp Unterstützerinnen und Unterstützer, wir wollen auf 10.000 kommen. Und wenn wir 10.000 Unterstützer haben, dann ist das für das Bundesland Salzburg wahlentscheidend. Und wir streben, wie schon erwähnt, wir streben einen Termin mit dem Kanzler Kurz an, und was uns vom Landeshauptmann wünschen, ist, dass er sich an unsere Spitze stellt, dass er mit uns nach Wien fährt, dass er uns den Marschbefehl gibt, nach Wien zu fahren und am Ballhausplatz in noch größerer Zahl wie jetzt für die Erdverkabelung der Salzburg-Leitung und dann darüber hinaus aller geplanten Starkstromleitungen in Österreich zu demonstrieren, bestehende Freileitungen peu à peu, wenn die großen Wartungszeitpunkte kommen, ebenfalls unter die Erde zu legen, sodass er dann verkünden kann, dass Österreich innerhalb von 50 Jahren frei von Freileitungen ist. Das ist innovativ, das ist grün und das ist modern. Und das steht uns als Bevölkerung, die wir der Eigentümer sind und der Souverän dieses Staates, zu. Und in dem Sinne hoffe ich, die Zeit einigermaßen eingehalten zu haben, und darf wieder zurückgeben an den Michael. Danke, und wir hören uns dann später nochmal. Franz, überhaupt kein Problem, da jetzt ruhig noch länger reden können. Es ist schönes Wetter, es passt alles, glaube ich, gute Stimmung, soweit alles perfekt. Wenn ich da in die Runde schaue, sehe ich sehr viele Kinder und Jugendliche. Und ich glaube, es ist ja nicht nur interessant zu hören, was Juristen sagen, was Experten sagen, was wir sagen von Vereinen, sondern es ist
viel interessanter nur zu hören, was denkt eigentlich unsere Jugend. Und wir haben die Pia und die Nora bei uns und die werden euch jetzt einmal ihre Meinung und ihren Stand der Dinge sagen. Hallo, grüß euch miteinander. Die Nora und ich, wir gehen wahnsinnig gern wandern. Und wir waren vor 2 Wochen auf dem Nockstor, einen Sonnenaufgang anschauen. Und der Gedanke, dass wir das bald nicht mehr machen können, weil da eine fette Leitung drüber geht über den Wanderweg, das macht uns einfach extrem traurig. Und nicht nur, dass wir da nicht mehr raufgehen können, sondern auch die Natur ist das, was uns einfach voll am Herzen liegt. 800 Hektar Wald werden einfach gerodet. Und waren die Barmer schon nicht genug, leiden die Tiere nämlich genauso drunter. So viel Lebensraum, denen wir gerne einfach nehmen, obwohl es einfach ganz anders gegangen. Wenn wir schon die neuen Technologien haben, verstehen wir nicht, warum die einfach nicht genutzt werden. Und unsere Gesundheit und die Gesundheit von der Natur steht am Spiel. Und da einfach diese Möglichkeit, sowas von zu ignorieren, ist für uns einfach unverständlich, wirklich. Weil gerade wir Jugendlichen sind die, die mit den Konsequenzen leben müssen. Wir können die Entscheidung nicht treffen, aber wir bitten euch, trefft es für uns, für die Natur und für die eine gesunde Zukunft. Danke. Liebe Pia, liebe Nora, ich glaube, Clara kann man die Botschaft nicht mehr rüberbringen. Ihr habt es super gemacht, gewaltig, extrem kurzfristig reingesprungen, da auf die Bühne gegangen und das Statement rausgeknallt, also sensationell, vielen Dank. Und ich glaube, es ist ein Auftrag für uns alle, dass wir uns weiter engagieren, dass wir weiter uns einsetzen gegen diese Freileitung, gegen diese Verschandelung von der Natur und gegen die Rodung der 800 Hektar da in Salzburg. Ich sehe da hinten die Naturfreunde, ich sehe da den Alpenverein. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ich glaube, ihr seid eine extrem große und großartige Botschaft auch. Also die Breite der Bewegung und die Gesichter in die Schau, ich glaube, das lässt uns wirklich Optimismus und Zuversicht für unsere Sache erkennen. Und es hat sich noch mehr getan in der Vorbereitung auf diesen heutigen Tag. Und zwar hat die Lydia Nassal einen wunderbaren Rap komponiert. Und die Lydia wird mit dem Sebastian Fuchsberger jetzt den ersten Teil dieses Raps vortragen. So unsere erste Musikanlage am heutigen Tag. Alles Gute, Lydia und Sebastian. Ja, servus. Ich freue mich voll, hier zu sein. Und ich hoffe, wir können euch, was ihr sowieso schon die meisten wisst, auch musikalisch näher bringen. Und ihr dürft auch alle mitmachen. Also wir haben einen Refrain, der ist vom Sebastian. Der ist wirklich für alle zum Mitsingen gedacht. Und da freuen wir uns, eure Stimmen zu hören. Land der Berge, Land am Strome, Wiesen, Wälder, Auen, See, sanfte Hügel, schroffe Felsen, Landschaftserbe, wunderschön, Naturgesundheit, Traumkulisse, Selbstverständnis, unser Lieb, sollte, soll es geopfert werden, ich kann's nicht glauben, Fulda nicht. Hey Leute, rett mal den Wald und all seine Wipfel, hier eine Freilandleitung, das wäre doch der Gipfel. 800.000 Bäume, die ist Salzburg dann los. Und die Gesundheitsbelastung für uns Menschen, die ist groß. Der Wert der Natur lässt sich nicht mit Zahlen benennen. Den kann man nur mit seinem Herzen und seinem Menschenverstand erkennen. Okay, woher kommt Erholungswert? Was ist sehenswert? Ist das Landschaft schützenswert? Bleibt das Leben lebenswert? Großes Kabel ein, das kann doch gar nicht sein. Da eine Freileitung,
sicher nicht. Trotzdem Kabel ein, das kann doch gar nicht sein. Da eine Freileitung sicher nicht. Kratzt das Kabel ein, das kann doch gar nicht sein. Da eine Freileitung sicher nicht. Und kratzt das Kabel ein, das kann doch gar nicht sein. Da eine Freileitung sicher nicht. Sebastian! Verbund AGB, tut uns doch nicht weh. Geht bitte nicht über Leichen, um eure Ziele zu erreichen. Grundenteignung, Zwangsrecht brechen, Bescheide erschleichen und mit dem Bau von Masten schon vor dem Spruch der Richter Tatsachen schaffen? Ich sag danke für eure Dienstleistung, uns mit Strom zu versorgen. Doch denkt nicht nur an heute, bitte denkt doch auch an morgen. Der Kunde ist König, heißt in der Dienstleistungswelt. Habt ihr den Kunden mal gefragt, wie ihr ihm dienen könnt? Jetzt was alle, ihm gefällt, kommt das Kabel ein. Das kann doch gar nicht sein. Da eine Freileitung sicher nicht. Kommt das Kabel ein. Das kann doch gar nicht sein. Da eine Freileitung sicher nicht. Kommt das Kabel ein. Das kann doch gar nicht sein. Freileitung sicher nicht. Kratzt das Kabel ein. Das kann doch gar nicht sein. Da eine Freileitung sicher nicht. So, liebe Politik, lasst euch doch nicht kaufen. Vergesst nicht, dass wir alle eine echte Zukunft brauchen. Sorgt dafür, dass wir unser Geld vernünftig investieren, statt euch mit feigen Nichtstun vom eigenen Volk zu blamieren. Entscheidung zum Wohle aller und nicht Geschäfte sind jetzt dran, denn es geht um unseren Lebensraum und der geht alle an. Drum bitte, 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 bitte seid nicht dumm und steigt jetzt aufs Erdkabel um. Das kann doch gar nicht sein. Wir wollen euch hören. Freileitung sicher nicht. Kratzt das Kabel ein, das kann doch gar nicht sein. Da eine Freileitung sicher nicht. Das war's fürs erste Mal. Vielen Dank. Wollen wir da eine Zugabe hören? Ich denke, der absolute Hammer und wir sind würdigerweise da heute am Mozartplatz, glaube ich. Bisschen anderer Stil, aber ansonsten, glaube ich, extrem stark. Ja, und ich habe euch vorhin einen besonderen Gast angekündigt. Er ist einer der erfolgreichsten Motorradfahrer der Gegenwart. Er ist Motocross-Weltmeister. Er ist Sieger der Rallye Dakar 2018. Begrüßt mit mir auf der Bühne den Matthias Wagner. Hallo, ja, jetzt geht's. Grüß euch. Danke für den Applaus. Ich habe noch nicht einmal was da, es ist gar nicht so oft, dass ich kein Rennen gefahren bin und trotzdem so freundlich empfangen wird. Ja, Matthias, sensationell, dass du heute bei uns bist. Wir haben in den letzten Tagen Kontakt gehabt und haben gesprochen, ob du bei uns sein könntest, ob uns du an diesem Nachmittag begleitest. Und zusammengeführt hat uns eigentlich auch das ein Erlebnis von dir, dass du heuer im Jänner, glaube ich, war es, beim Training zur Dakar in Saudi-Arabien gehabt hast. Was ist da genau gewesen? Genau, ist ein bisschen eine längere Geschichte, aber regt zum Nachdenken an. Ja, bei uns, da haben auch andere, wer es mitgekriegt haben, ist im Jänner die Rallye Dakar und das heuer das erste Mal in Saudi-Arabien oder hat es stattgefunden. Und drei Tage vor Rennbeginn, dann mir die Motorradl nicht mehr testen, ob alles funktioniert. Die ziehen das neue Gewand an, dass nichts zwickt dann. Und wir haben das in so einer halberten Wüste getestet, wo halt lauter Stromkabeln waren, aber, oder Freileitungen. Und haben aber nicht viel gedacht dabei. Aber das Lustige ist, ich bin dann eine Runde gefahren und habe dann immer das Gefühl gehabt, dass ich irgendeinen Schiefer oder irgendeinen Stornl in die Handschuhe drin habe, obwohl die Nagel neu waren.
und habe es dann ausbeirelt und bin weitergefahren und dann kriege ich wieder so einen Stromschlag, wie sie im Nachhinein ausgestellt hat. Bin dann zurückgefahren zu den Mechanikern und habe gesagt, ja, irgendwas passt mit meinem Motorrad nicht, mir reißt es andauernd, ich habe jetzt in die Handschuhe schon geschaut und kann mir nicht vorstellen, was das ist. Und dann haben die Mechaniker gesagt, ja, das Motorrad lädt sich wahrscheinlich durch diese Stromleitungen, was da alles sind, so auf. Dann habe ich es kurz einmal ein bisschen lustig gefunden und habe halt dann einmal so geschaut und habe halt immer drauf gelangt und wir haben dann so einen Test gemacht, wer sich länger drauf gelangen traut, aber es regt halt dann schon zum Nachdenken und ich bin dann wirklich so 2 Minuten unter so einer Stromleitung gestanden, dass ich es wirklich dann im Körper wurdeln gespürt habe. Und beim Zurückgefahren ins Hotel, das waren dann so 100 Kilometer, und in der Stunde habe ich jetzt schon viel Zeit gehabt zum Nachdenken. Oft habe ich mir gedacht, okay, wenn man das jetzt wirklich schon gespürt, wenn man da 50 Meter wegsteht, kann das glaube ich echt nicht so ungesund sein. Habe mich dann versucht im Internet schlau zu machen, war auf der einen oder anderen Demonstration, um mich einfach zu informieren, um mir eine Meinung bilden zu können. Und bin jetzt glaube ich der ganz, ganz festen Überzeugung, dass ein Erdkabel ein Muss ist. Ja, Matthias, der Wahnsinn eigentlich, die Geschichte. Ich muss echt sagen, ihr könnt euch das anschauen auf Matthias seiner Facebook-Seite, da ist ein Video drinnen, wie er da hingreift und wie es da stromt. Also unglaublich, und ich glaube, das wollen wir alle nicht in unserem Salzburger Land haben und auch im Rest, wie der Franz erklärt hat. Es muss eine Vision geben, wie wir in den nächsten 50 Jahren in Österreich von diesem Thema wegkommen. Das ist unzumutbar. Bravo. Matthias. Die 380 kV Freileitung ist vor weit über 10 Jahren in die Planung gegangen, in die Einreichung. Wie siehst du jetzt die Zeit? Was hat sich da in der Zwischenzeit? Na, ich glaube, extrem viel. Und in so einer schnelllebigen und modernen Zeit, wie wir gerade sind halt wirklich 10, 15, 20 Jahre in der Technik enorm. Und ich vergleiche es immer gern. Das war wie wenn man sagt, man braucht ein neues Kniegelenk oder neue Hüften. Und dann sagt das Krankenhaus, ja, uns ist vor 10 Jahren überblieben, können wir die bei dir einbauen. Wenn man dann echt so denkt, das will keiner irgendwie haben, weil ich bin einfach für die modernste mögliche Technik. Und ich glaube, die letzten 3 bis 5 Jahre ist ein Erdkabel definitiv möglich und darum bin ich auch heute da. Danke, dass ihr alle da seid, weil ich glaube schon, dass wenn wir gemeinsam alle zusammenhalten, das definitiv irgendeinen Sinn macht und noch nichts ist abgeschrieben, solange es nicht vorbei ist. Ja, ich habe gesagt, jetzt der Matthias mit seinen klaren Worten hat sich auf jeden Fall einmal ein fair Kabler-Leiberl verdient. Matthias, für dich. Ich hoffe, es passt zum Orange von KTM. Aber es passt auf jeden Fall zur Meinung und ich danke dir sehr, dass du da gewesen bist, dass du uns deine Meinung gesagt hast, deine Erfahrungen gesagt hast und auch das Beispiel mit dem Kniegelenk, muss ich sagen, ist sensationell. Danke dir. Danke, danke. Letztendlich jetzt die perfekte Überleitung von Matthias mit seinem Beispiel, was man mit dem alten Knie, mit dem neuen Knie, glaube ich, wollen alle das neue Knie. Und ich darf euch jetzt einen absoluten Experten zu diesem Thema vorstellen. Und zwar ist heute bei uns der Herr Ingo Rennert. Der Ingo Rennert leitet in Norddeutschland bei Wolfsburg ein Ingenieurbüro für erneuerbare Energien, die Rennert-Kraftwerke. Seit 1986 plant und baut er Windparks und Wasserkraftwerke. Er hat einige Offshore-Windparks geplant. 2 von diesen Windparks haben jeweils 80 Anlagen und erzeugen eine Leistung von 800 Megawatt. Das ist viel mehr als eigentlich das
bei uns in Österreich ja zum Glück nie in Betrieb genommene Kernkraftwerk Wackersdorf leisten würde. Er ist außerdem, manche geben ihm die Schuld daran, unter Anführungszeichen, dafür verantwortlich, dass in Deutschland mehr als 800 Kilometer Stromleitungen in die Erde verlegt wurden. Wer hat den Ingo Rennert nach Österreich geholt? Das war der Franz Köck von der IG Erdkabel. Und der Herr Ingo Rennert hat völlig kostenlos, wie mir gesagt wurde, für die IG Erdkabel, für uns alle, einen Plan der Salzburg-Leitung entwickelt, wie diese als Vollverkabelung durch Salzburg führen könnte. Und an dieser Stelle möchte ich gleich an den Herrn Rennert übergeben, weil das kann euch er sicher perfekt erklären. Ja, vielen Dank. Grüßt euch alle. 2017 hat mich Franz Köck gebeten, eine Studie zur Freileitung gegen Erdkabel zu machen. Und die habe ich natürlich gerne gemacht. Es war schwierig, ein sehr komplexes Thema. Und ich habe es aber trotzdem kostenlos gemacht. Und seitdem bin ich oft hier gewesen und habe versucht, euch zu unterstützen. Also, das Thema ist sehr komplex. Ich habe wenig Zeit. Deswegen versuche ich mich kurz zu fassen. Also, vier Dinge vorweg. Die Salzburg-Leitung ist erforderlich. Sie dient der Systemstabilität des 380 kV Euroverbunds in der Hauptsache, aber dem europäischen Stromhandel und ist daher von europäischem Interesse als PCI-Projekt eingestuft. Zweitens, sie ist aber als Erdkabel machbar. Die komplette Verkabelung von Elingshausen bis Kaprun ist anerkannter Technik, wie das über 40 internationale Dresden-Projekte beweisen. Drittens, sie ist bezahlbar. Sie kostet 125 Euro für jeden Haushalt, aber einmalig. Das merkt ihr auf der Stromrechnung überhaupt nicht. Und der Punkt 4, die Genehmigung ist nicht legal erworben. Ich will euch auch sagen, warum. Das muss Erdkabel überhaupt nicht können. Wir haben... Das beweisen viele internationale Projekte. Es ist einfach so, dass die Übertragungsleistung bei 3000 MVA, also Megawatt, gedeckelt ist. Und das ist die Netzausfallleistung. Mehr braucht man nicht übertragen. Die Freileitung kann mehr übertragen, aber das Erdkabel muss man damit nicht gleichsetzen. Das Erdkabel kann 2x 1500 MVA übertragen und das ist gut so und mehr braucht man nicht. Aber das hat natürlich zur Konsequenz, dass die APG gesagt hat, wenn das Erdkabel genauso viel übertragen muss wie die Freileitung, dann müssen wir vier Systeme haben. Ein System besteht aus drei Kabeln und die wollten das mit vier Systemen machen. Das heißt, zwei Systeme sind nur erforderlich, aber vier Systeme zahlen sie das Doppelte. Und das ist gar nicht nötig. Das hat bei Gericht aber natürlich entsprechende Wirkung gehabt. Der zweite Punkt, da hat man auch wieder gelogen, und zwar hat man gesagt, dieses Erdkabel muss alle 5 Kilometer kompensiert werden. Leute, das ist völliger Blödsinn. 100. Wir haben es hier mit einer Leitung über 108 Kilometer zu tun, mit zwei Ausleitungen in Golling und in Pongau. Da stehen große Transformatoren, das ist die Kompensation. Da hat man aber eben, wie gesagt, die Kosten versucht hochzuschrauben und das ist aus meiner Sicht eine ganz üble Masche gewesen. Ich sage das einfach mal so.
Dritter Punkt, auch wieder gelogen. Nicht Stand der Technik oder nicht anerkannter Technik. Das ist völliger Quatsch. Ich zähle euch mal drei Projekte auf, die seit 2000 laufen. In Tokio gibt es zwei Leitungen, die sind 40 Kilometer lang. Und wir haben ja hier 108 Kilometer in drei Teile aufgeteilt, über Golling und Pongau. Keine Leitung ist länger als 40 Kilometer. So, die Japaner haben es gemacht im Jahr 2000. Die haben nicht nur 380 kV Leitungen eingegraben, die haben 500 kV Leitungen eingegraben. Das war damals komplett neuer Stand der Technik und das läuft immer noch. Also. Ich habe eine Studie gemacht und in diese Studie, die können Sie gerne, wenn Sie mich nachher ansprechen, die schicke ich Ihnen zu, wenn Sie mir Ihre E-Mail-Adresse geben. Und da steht alles genau drin. Ne? Da steht auch drin, diese über 40 internationalen Projekte, die schon gelaufen sind. Zwar jetzt nicht in dieser Länge bis auf Tokio, aber sie funktionieren alle. Und alle sind mit zwei Systemen aufgebaut und nicht mit vier Systemen, wie die APG das gefordert hat. So, das war vorweg. Jetzt erkläre ich Ihnen unsere Technik, wie wir das machen würden, wenn man uns machen lassen würde. Wir bauen zwar keine Kabel, wir sind auch keine Tiefbauer. Hier gibt es genug Tiefbauer in Salzburg und die Kabel liefern anerkannte Firmen. Wir sind ein einfaches Planungsbüro. Wir haben, wie gesagt, Windparks und Wasserkraftwerke gebaut und wir planen. Wir bauen das nicht selbst. Die APG wirft mir vor, dass ich noch nie ein Kabel gebaut habe. Ja, das hat die APG aber auch noch nicht gemacht. Ne? Wie man sowas macht, ist ganz klar. Wie die TenneT in Deutschland auch. Die bestellt Kabel, die bestellt Tiefbau und dann geht's los. So einfach ist das. Ne? So, also, unser System sieht ganz einfach aus. Sie nehmen Bagger oder eine Fräse und fahren fräsen einen Graben von 1,5 Meter Breite. Vorher wird der Mutterboden weggemacht und dann fräsen Sie einen Graben 1,5 Meter Breite, 1,5 Meter tief und dann legen Sie gleich drei Rohre rein, drei Schutzrohre, DN250, das ist ungefähr so. Die legen Sie gleich rein, gleich wieder Erde rein, dann brauchen Sie noch nicht mal die Wasserhaltung. So, hinterher kommt Mutterboden drüber und fertig. Ne? Und wenn das Rohr auf ganze Länge eingegraben ist, dann trennt man das alle 1000 Meter, trennt man das wieder auf und zieht da Kabel rein und vermufft das an dieser Stelle. Alle 1000 Meter. So. Das heißt, Sie brauchen eine Zuwegung ausschließlich nur zu diesen Muffenplätzen. Falls das Ding mal repariert werden muss, brauchen Sie nur die Zuwegung. Ne? Und unser System unterscheidet sich von dem der APG, die haben es ja auch untersucht, aber die wollen 20 Meter Trassenbreite haben und wir kommen mit beiden Systemen mit 6 Metern aus und wir würden auch nicht alle 6 Kabel gleichzeitig reinbringen, erstmal 3 einbauen, dann machen wir alles zu und daneben machen wir die nächste Trasse rein. So gehört sich das. Ja, ich habe hier noch einen Punkt unsichtbar. Da muss ich Ihnen nicht erklären, dass die Erdkabel unsichtbar sind. Bei der Freileitung hat man Folgendes gemacht. Man hat dieses Thema erhebliche Beeinträchtigung der Landschaft unterteilt in lauter kleine Abschnitte und hat die als unschädlich definiert. Das macht es ist unredlich, das ist unlauter. Man muss das Ganze betrachten, die ganze Strecke. Und vor allen Dingen, man braucht da nicht über die Berge. Unser Vorschlag ist, im Tal der Saalach oder der Salzach die Kabel zu verlegen. Und da haben Sie kein Problem mit Hangrutschungen, Muren, Lawinen und Waldbränden und ähnlichen Dingen. Und Sie brauchen noch keine Bäume fällen. Keine Bäume. Unser Vorschlag sieht vor, wie gesagt, die Kabel im Tal der Salzach zu verlegen. Da liegt schon eine Gaspipeline. Und wo man eine Gaspipeline legen kann, da kann man auch Erdkabel hinlegen. Und da sind auch die Bodenverhältnisse schon bekannt. Also.
das Thema Gesundheit. Erdkabel, also ich fange mal anders an, Freileitungen erzeugen elektrische und magnetische Wechselfelder. Erdkabel erzeugen keine elektrischen Felder, weil sie geschirmt sind mit einem inneren Schirm. Sie erzeugen aber magnetische Wechselfelder, die sind aber kleiner als die von Freileitungen, vor allen Dingen nicht so weit in der, vom Abstand her von der Systeme zur Wohnbebauung. Der maximale Wert über einem System liegt bei 20 Mikrotesla. Das ist nicht unbedenklich, das weiß ich, aber nach 5 Metern ist das bei 0, 5 bis 10 Metern geht das schon wieder auf 0 zurück. Da können Sie locker ein Haus daneben bauen. Bravo! Jo, dann ist noch folgender Punkt, die APG hat immer gesagt, die Versorgungssicherheit, das war ein ganz Riesenthema, war das. Versorgungssicherheit ist bei Erdkabel nicht gegeben, weil angeblich die Erdkabel, wenn sie mal kaputt gehen, Wochen brauchen, um repariert zu werden. Das, Leute, das war in den 50er Jahren nicht ganz falsch. Aber heute gibt es Kabel, die sind so raffiniert aufgebaut, da sind Lichtwellenleiter drin. Ne? Und über diese Lichtwellenleiter kann man über den Brechungsindex erkennen, wann ein Kabel mal aus dem Ruder läuft. Ein Hotspot oder ein Wassereinbruch und ähnliche Dinge. Ich spreche jetzt nicht von Baggerangriffen. Ne? Ich spreche von solchen Sachen, wo man sieht auf dem Bildschirm, oh, das Kabel an dieser Stelle wird langsam wärmer. Da kann ich die Wartung planen. Da kann ich schon mal die Baustelle absichern. Da kann ich schon mal die Ersatzkabel und die Ersatzmuffen bestellen und alles vorbereiten. Und das Kabel läuft bis zum letzten Moment, wo es aufgegraben wird und getrennt wird, läuft es auch noch. So. Und dann können Sie das Ding in 5 Tagen reparieren. Oder eine Woche. Dieses System der Überwachung nennt sich Condition Monitoring und wird von NKT, einem Kabelhersteller, angeboten unter dem Begriff Volcap. Und das ist, wie gesagt, macht man heute in allen Industrieanlagen, vor allen Dingen im Offshore-Bereich, wo ich mich auskenne, weil man so schnell nicht an die Anlagen rankommt, im Offshore-Bereich an die Windkraftanlagen. Da wird mit Fernwartung gearbeitet und auch mit diesem Condition Monitoring. Das ist sogar Voraussetzung für die Genehmigung, dass man diese Anlagen diesen Monitoring unterwirft. Und das spart ja auch Geld und so ein Erdkabel ist damit sogar versicherbar. Thema Vogelschutz. In Deutschland sterben 30 Millionen Vögel an deutschen Freileitungen jährlich. Und das hat mich auch bewegt, da einzusteigen. Und diese Südling-Geschichte, die ich da unter die Erde gebracht habe, ich habe 50 Vorträge gehalten in Deutschland, von Schleswig-Holstein bis Bayern, habe den Leuten die Fakten erklärt. Und die Bürger haben dann die Politik umgedreht. Ich kann das nicht, das müsst ihr machen. Verlustleistung, auch so ein Thema. Erdkabel wird angeblich größere Verluste als Freileitung. Das stimmt überhaupt nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Ich sage immer nur einen Wert. Freileitung verlieren 197 kW pro Kilometer und Erdkabel nur 146 kW pro Kilometer. Also das ist auch gelogen. Bodenerwärmung. Viele Landwirte befürchten, dass über dem Kabelsystem nichts mehr wächst, weil es zu warm wird. Das ist richtig, es wird auch warm, etwas, und zwar maximal 3 Grad. Das ist gar nichts. Und es konnte auch in einem 5-jährigen Versuch von Professor Trübi aus Freiburg nachgewiesen werden, dass die Erträge über den Kabeln sogar noch größer waren. Ja, dann wurde immer gesagt, Erdkabel, die technische Lebensdauer, die liegt nur bei 30 oder 40 Jahren, das stimmt auch nicht. Das war auch, wie gesagt, in 50er Jahren vielleicht so. Heute ist das nicht mehr der Fall. Heute ist die technische Lebensdauer über 60 Jahren. Aber die Freileitung, die müssen Sie alle 25 Jahre die Masten neu beschichten und neu beseilen. Und dann steht das Ding für ein paar Monate. Alles gelogen.
Dann wird gesagt, ja, es fällt ja ständig aus, das Erdkabel. Das Gegenteil ist der Fall. Freileitungen fallen ständig aus. Da wird zum Beispiel, wenn eine Freileitung ausfällt, durch einen Überschlag oder ähnliches, oder da landet ein Ballonfahrer drin, dann schaltet die Anlage ab und der Ballonfahrer überlebt. Aber nicht lange. Nach 10 Sekunden schaltet sich die Anlage wieder ein. Das nennt man AWE, automatische Wiedereinschaltung. Und damit ist der Ballonfahrer tot. Solche Fälle gibt es. Das kann Ihnen bei Erdkabel nicht passieren. Können Sie nachvollziehen. Ne? Und Sie haben es vorhin schon angesprochen, 800 Hektar Wald. Wir reden hier nicht nur einfach von Wald, wir reden hier von Schutzwald. Der Schutzwald, der sorgt dafür, dass die Berge nicht zu uns, zu Ihnen kommen. Der Berg, der ruft nicht mehr, der kommt denn. Ne? Und damit kommen auch die Masten. Und wenn die Masten umfallen, dann fallen die Systeme aus und dann haben sie gar nichts mehr. Bei Erdkabel ist das anders, da fallen nicht beide gleichzeitig aus. Noch ein Thema, was Sie vielleicht als Hausbesitzer interessiert. Wenn man Ihnen eine Freileitung vor die Nase setzt, dann verlieren Sie 30-40% des Wertes Ihres Hauses. Da gibt es ein Gutachten von Herrn Steinkogler, ich glaube, es ist ein Österreicher, der hat das nachgewiesen. 30-40%. Nein. Wenn Sie ein Haus bauen für 300.000, dann sind 100.000 weg. Die können Sie nicht mehr verkaufen, das Ding. Ja. Ja. Das war's eigentlich schon. Vielen Dank. Macht was drauf. Danke, Ingo Rennert. Ich glaube, das war jetzt sehr, sehr klar wieder, was eigentlich alles gehen würde. Und wir dürfen uns einfach nicht erzählen lassen, was nicht geht. Und das hört man leider viel zu oft. Was geht heute noch? Ich kann euch sagen, wir haben jetzt vorher gesagt, wir sind 4.400. In der Zwischenzeit sind wir 4.510. Wir haben schon wieder 110 Unterschriften gesammelt. Und wenn jetzt immer noch wer da ist, der nicht unterschrieben hat, von euch aus gesehen, rechts von der Bühne gibt es noch die Möglichkeit und es sind noch, ich glaube, 2-3 Zettel da, wo man Platz findet drauf mit seiner Unterschrift und der E-Mail-Adresse. Ja, und jetzt ist Zeit für die Zugabe und für einen zweiten Teil vom Rap von Lydia und Sebastian. Hätte ich das alles so genau gewusst, wie der Herr Rennert, dann hätten wir den Text noch genauer schreiben können und noch 17 oder 27 Strophen zusätzlich. Aber wir machen jetzt noch 2 Minuten für diese Sache.